Wir haben ein Match gegen Flix. Mensch, Flix. Super, dass wir uns hier mal wieder treffen. Er ist recht weit abgefallen, hat er mir zumindest erzählt. Irgendwie 150 Punkte, er war, glaube ich, auch so über 2000, aber das ist ja halt normal, ja. Okay, was nehmen wir denn hier? Marksman Specialist, Speed. Ich meine, das ist das beste Pack, aber mit Speed will ich das nicht spielen. Ich nehme das mal. Okay. Einen guten Tag, guten Tag. Farsia. Stelle ich mich defensiv hin? Stelle ich mich offensiv hin? Ich weiß es nicht. Ich denke, wir nehmen mal ein standardmäßiges Positioning gegen Flix. Der glaubt bestimmt, dass ich pushe. So, gehen wir hier ein bisschen in die Mitte. Vielleicht können wir ihn dadurch ein bisschen in die Mitte ziehen. Das wäre natürlich ganz nett. So, okay. Okay, er steht hinten. Beziehungsweise ein bisschen nach vorne gewandt. Aber ja, auch nicht viel weiter vorne als ich jetzt hier. Und er holt gar kein Schaff. Ich habe natürlich das Problem, dass ich wahrscheinlich die Tarantel nicht wegräumen kann. Nicht rechtzeitig. Und in der nächsten Runde gibt es bei mir halt Artillerie. Ah, es wäre so schön gewesen, wenn die eine hier gefallen wäre. Jetzt habe ich halt mein Damage. Ein Rhino. Oder ein Schild. Er hat halt viele Marksmen. Damit könnte er mich ärgern. Mit so einem Rhino-Drop. Ich will aber Artillerie spielen. Und wenn er mich jetzt hier ärgert, dann ärgert er mich halt. Der Level 3 gefällt mir gar nicht. Ja, so ist das. Gucken wir mal. Kann natürlich sein, dass er jetzt von irgendeiner Seite pusht. Vielleicht sollte ich den dann sogar auf irgendeine Seite stellen. Aber ich denke, so ist das auch okay. Er nimmt das Schild. Ja, ich meine, das kann man machen. Und das Schild ist sicherlich auch stark, aber in der Runde, wo natürlich die Artillerie eine sehr logische Wahl für mich ist, ist das immer ein bisschen schwierig. Ja, man kann sagen, die 100, die man letztendlich ja investiert hat, also 50 fürs Schild, 50 nicht zu skippen. Und dafür kann man dann immer wieder so ein Schild einsetzen, was ja ziemlich viel und flexibel einsetzbar ist. Das, ja, man kann das so oder so sehen. Das Rhino wäre für mich jetzt durchaus unangenehmer gewesen, finde ich. Aber gucken wir mal. Er rennt hier ja auch zum Teil raus. Und die Fängste in der Mitte beseitigen so auch ein bisschen den Schaff noch mit, dass mein Marksman dann mitmachen kann. Ja, und jetzt fällt das Schild einfach. Den kriegt er auch nicht. Jetzt bekommt er aber natürlich noch einen Farsier dazu. Und hier glaube ich nämlich den Tech-Specialist. Ist die Frage, wie ich jetzt hier weitermache. Müsste mich gar nicht so groß weiter festlegen. Ich könnte jetzt hier einfach mit Artillerie weitermachen. Könnte aber auch noch mehr Chaff holen. Auch möglich. Ich denke, zweimal Artillerie hier ist schon ganz okay. So,
So. Ja, ich denke, das passt so. Gehen wir vielleicht noch das aus. Und dann nächste Runde noch mehr Chaff. Ich glaube aber, Artillerie in der Runde jetzt ist ein bisschen stärker als mehr Chaff zu spielen. Er spielt die, er hat auch Raketenabwehr drauf. Auch das ist tatsächlich eher ein Argument für mehr Artillerie, dass er mir nicht auf einmal sämtliche Raketen wegnimmt, weil jetzt muss er sich überlegen, in welche Richtung er geht, ja. Ob er da auch Raketenabwehr starten will oder nicht. Taranteln machen hier einen guten Job. Könnte eher auch Richtung R gehen, ja. Das heißt, auch deswegen möchte ich noch ein paar Fängs hinzuholen, falls er jetzt irgendwie mit sowas wie Wespen anfängt. Er wird mir sicherlich jetzt hier was in die Seite stellen. Da sind die Wespen. Die kann ich auch nehmen. Okay, nicht wirklich. Er hat ja die Farseer. Das ist nicht so toll. Die Phönixe kann man hier nehmen. Man könnte auch die Badger nehmen. Ich glaube, ich nehme die Phönixe. Stelle ich die hier in die Flanken. Falls er den Badger hier spielt, sind die ganz okay, ja. Also ich stelle sie sogar mal ziemlich weit hinten hin. Und packe ich die hin. Kann ich Feuer spielen? So der Plan. Range eigentlich auf die Phönixe dann drauf. Öl ist auch noch ein Plan. Hätte ich eigentlich auch mal kaufen müssen vorher. Stelle ich hier noch Crawler hin. Hier sollen dann noch Crawler hin. Die könnte ich sogar mal leveln. Okay, hat Raketenabwehr jetzt gespielt. Mal sehen, wie viel er dann da wirklich abfängt. Mal sehen, wie gut ich die Wespen abfangen kann. Es liegt tatsächlich viel weniger Feuer, als ich dachte. Dachte nicht, dass er da so gut durchkommt. Also ich dachte, es fängt nicht so viel ab. Schade, dass er den einen Phönix noch gekriegt hat. Ich jetzt Feuerrate. Feuerrate Reichweite könnte ich noch gehen, ist aber sehr teuer. Mustang Production Line. Ich meine, ich könnte jetzt Hardcore in die Richtung gehen, ja. Sehr teuer für mich. Ich glaube nicht, dass ich das hier tun kann. Ich muss aber. Ich muss. Sollte so eigentlich noch ausreichen, hätte ich gesagt. Hier sollte ich wahrscheinlich zwei Raketen spielen. Falls die Wespen rankommen.
Genau, und dann vielleicht mehr Fängs, Fängreichweite, sowas. Ich könnte die hier auch verkaufen. Bin mir noch unsicher, wie ich es mache. Vielleicht legt er mir ja auch Öl jetzt zu mir rein. Muss ich mal sehen. So, macht er mehr Fass hier? Er hat, glaube ich, nicht mehr Fass hier geholt, oder? Das heißt, es bleibt dann hier hoffentlich genügend Feuer liegen. Da liegt aber aktuell gar nichts. Ist ein bisschen verstörend. Und dann habe ich hier nicht genügend Fangs, die aufhalten. Eigentlich will ich das über Fangs lösen. Level nochmal. Jetzt kann ich es aber bald nicht mehr über Fangs lösen. Sandworms. Hat kaum was dagegen. UFO macht mich aber auch fertig, potenziell. Ich regel das aber über Fangs. Und die hier werde ich verkaufen. Beziehungsweise ich könnte auch den verkaufen. Bin mir noch nicht sicher, wie ich es mache. So, dann brauche ich mehr Late Fangs. Müssen also dann sehr spät kommen. Und was ich auch machen werde, was schon längst überfällig ist, ist, dass ich hier Feuer lege. Habe ich noch ein bisschen übrig, dann kann ich eigentlich auch Fangs leveln. Schauen wir mal. Nimmt auch Würmer. Na, kommt tatsächlich nichts an, ne? Jetzt. Okay. Boah, er hat zu viele. Da brauche ich Musangs. Sind halt Level 4, ja. Da sind Fangs dann nicht mal ganz so toll. Weil sie schlagen sich hier schon noch. Hat er denn hier noch was? Wurmt sich da noch was rum? Ah nee, ich habe nichts mehr gegen die Wespe. So eine Insektenplage. Gut. Aber die kann natürlich nicht viel machen. Jetzt bin ich ein bisschen in der Bredouille, wie dolle ich jetzt noch gegen diese Wespen vorgehe oder nicht. Ja. Und die Antwort ist ja. Ich hoffe, er hat keinen Spring drauf. Er ist natürlich jetzt bitter für ihn, muss man ganz ehrlich sagen. Er muss die jetzt hier umleiten. Ich muss aber auch Schilde stellen, halt wegen meiner Artillerie, ja. So, die sind jetzt aber auch ein bisschen anfällig. Also, hier könnte ich auch Würmer hinstellen. Habe ich hier das Feuer nicht mehr. Das
Sollte ich die leveln? Wahrscheinlich nicht. Also die Würmer, ja. Eigentlich brauche ich Feuerrate noch drauf. Schwierig, mal sehen, ob ich gegen die Wespen klarkomme. Oder ob er Wespen hier verkauft oder so. Okay, Ignite hat er jetzt draufgesetzt. Es konnte ihm dieses extra Schild hier natürlich zugute. Ich hoffe, dass genügend von seinen Wespen da sterben und dass er auf der Seite natürlich nicht gut verteidigt ist. Durch die Schilde hier sollte eigentlich nicht durchkommen. Eigentlich brauche ich noch Feuerrate und Reichweite auf der Artillerie, aber ist halt alles teuer, ja. So, habe ich seine Wespen hier mal erwischt? Eigentlich nicht so viel. Die Fängs sind billig, ich brauche sie sowieso und mit Reichweite sind die echt ein ganz guter Konter. Gegen die Wespen. Ja, sehr schön. Die Würmer stallen halt extrem gut. Ja, machen natürlich auch Schaden, aber gerade meine gesamte Backline steht dann halt noch. Und das war's, Flix. Jetzt wurde er mal gewurmt. Und jetzt kriege ich hier wieder ein paar Punkte. Schauen wir mal, wie viele. Und jetzt hier bei 1931. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.